Jo, hallo und servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Oberkommando. Wir spielen wieder Europa Universalis 4 mit unseren Koreanern und unserem bösen Nachbarn, dem Ming, die gerade vorhin Malakka und Brunei den Krieg erklärt haben. Besetzt durch Brunei. Ach, Brunei führt gerade noch einen anderen Krieg. Die werden hier relativ mächtig. Ein potenzieller Verbündeter, Fragezeichen. Aber die sind halt über ein... Ich meine, Malakka wäre ganz interessant, ne? Wir brauchen Verbündete gegen die Ming. Aber wie sieht's denn mit dem Russen aus? Der ist ja auch nicht mehr so weit weg, ne? Mit seinen Grenzen. Ja. Okay. Das wird sich vielleicht tatsächlich rentieren, wenn wir ein bisschen Beziehungen mit Russland verbessern würden. Russland wird langsam zu einem großen Player. So, bin ich mal gespannt. Boah, die haben so eine riesen Flotte, ne? So, dann bin ich mal gespannt, wie das da unten läuft. Der marschiert jetzt hier ein. Ohne großen Widerstand. Jetzt marschiert er weiter. Ich weiß halt nicht, ob der sich wehren kann. Das Problem ist, vielleicht kommt er gar nicht hier durch mit seinen Truppen. Ach, hier hat er zumindest seine Flotte. Oh, okay. Jetzt haben wir gleich ein Rebellenproblem. Die Uesugi-Nationalisten, die werden wahrscheinlich in Kozuke spawnen. Dann werde ich da jetzt mal den Armeeunterhalt nach oben tüdeln. Ach so. Jetzt geht's runter. Weil wir Armeeunterhalt zahlen. Mings Meinung hat sich verändert. Wir haben keinerlei Macht mehr. Muss ich jetzt leider so machen. Ja, eigentlich möchte ich ja, dass ihr spawnt, ne? Damit die scheiß Rebellion wenigstens mal beendet ist. Kozuke in 3,3 Jahren. Ah. Das kostet jetzt natürlich alles ein bisschen. So, ich könnte auch wieder eine Manufaktur errichten. Das Geld habe ich. Jetzt gucke ich nur noch mal hier, ob sich hier irgendwas Gutes ergibt. Da hätten wir noch eine 012. 010. Da haben wir eine 011. 06, 00, 00, 00. Und hier so. Nö, das passt. Okay. Ja, irgendwie kommt er kommt mit seinen Truppen einfach nicht hin. Scheint zumindest so zu sein. Oh, der Ming kommt jetzt mit seiner Flotte. 72, ey. Ah. Oh, jetzt bewegt er hier seine Truppen auch runter. Oh, der hat auch so viele Truppen, ey. Das macht mir echt Angst. Eigentlich möchte ich den nicht zum Feind haben. Und der Russe ist halt noch sehr weit weg. Aber der Russe ist gut. Ja, komm, dann spawn doch endlich mal, Leute. Spawned. Wahl. Oh. Unser Herrscher ist gestorben.
Da muss ich den militärischen Kandidaten nehmen, weil wir ja gerade noch eine militärische Ideengruppe haben. So, und er hat Missionarsstärke. Das ist gut, dann können wir wieder ein bisschen missionieren. Aber ich warte erstmal ab, bis die Rebellen gespawnt sind. So, jetzt könnte ich wieder eine Manufaktur errichten. Ah, noch nicht, aber gleich. Ach man, das kostet uns jetzt viel Geld, dass wir hier den Unterhalt aufrechterhalten müssen. Spawn doch endlich, mein Freund. Textilmanufaktur kann ich ja mittlerweile bauen, ne? 0,20. 0,38 in Jähren. Wenn ich das hier baue. Oh. 0,43 habe ich hier. Das ist schon ganz gut. Machen wir das doch. Mehr Gold. Ah, die Waffenmanufaktur wird auch irgendwann fertig in dem Jahr. Beziehungsverbesserungen. Bündnis. Okay. Ja, wir müssen unser Ansehen noch ein bisschen verbessern, glaube ich. Eigentlich könnte ich ihn dann auch da lassen. Und dann müssen wir halt irgendwann das Bündnis mit dem Ming brechen. Er sitzt jetzt hier mit seinen Truppen. Aber sonst passiert hier gerade recht wenig. In dem Krieg, leider. Drei Merkantilismus. Das ist doch schön. Oh, Nepal. Auch gerade im Krieg. Ausländische Intrigen. Oh, ganz, ganz viele Dukaten. Oh, das ist alles bitte. Wobei, wir holen ja jetzt wieder auf, sage ich mal, was republikanische Tradition angeht. Deswegen nehme ich mal die Dukaten. Dann kann ich tatsächlich auch noch eine Manufaktur errichten. Das war, glaube ich, nicht so gut vom Finanziellen her. Aber das war sehr gut hier. Wir hatten da noch eine 0,43. So, jetzt könnte ich wieder in die Idee investieren. Tue ich aber nicht. So, und jetzt haben wir Manufakturen. Kostet immer noch 2800, das zu fördern. Österreich als neuer Kaiser. Ja, es breitet sich langsam aus. Langsam. Zu langsam. In meinen Geschmack. Die Förderung ist gerade echt irrwitzig teuer. Alter, können jetzt endlich mal spawnen? Wollt mich doch verarschen, oder? Oh, und einer unserer Generäle ist hops gegangen. Jetzt habe ich überhaupt keinen General mehr. Kannst du was vielleicht? Oh, du bist nicht mal schlecht. Du bist nicht mal schlecht, mein Freund. Dann darfst du doch ein bisschen kämpfen.
Oh Mann. Nee, aber noch mehr republikanische Tradition kann ich nicht verlieren. Da muss ich leider das da machen. Und wieder in Stabilität investieren. Naja, jetzt haben wir 56 republikanische Traditionen. Das war jetzt mal ganz gut, dass wir da ein bisschen was bekommen haben. Das heißt, dass wir unseren nächsten geilen Herrscher züchten, ist gar nicht, das ist dann nicht mehr so weit weg. Es wird Blut fließen. Persien einen Angriff auf Hasa. Oh, er hebt neue Truppen aus. Hast du etwa Probleme? Ach, jetzt endlich. Endlich. Oh, jetzt hat er sich das tatsächlich geholt. Ach, ihr seid doch scheiße, Leute. Der Russe hat auch gerade Probleme. Ein 28er Stack. Alter Verwalter. Hilfst du mir da, Junge? Muss ich mit allem angreifen, was ich habe? Ich hoffe, das reicht. Na, da haben wir besser gewürfelt. Oh, da haben wir sehr gut gewürfelt. Und nochmal sehr gut gewürfelt. Ah ja, kein Problem. Sehr gut. Hitachi-Nationalisten. Da ist Hitachi. Sonst kann ich den einen da lassen und... Den anderen können wir eigentlich wieder wegtun. Aus den Hitachi konnte ich, glaube ich, sogar, ja. Meine Religion verbreiten. Sehr schön. Oh, was ist hier los? Achso. Oh. Wenn sich der Inder hier... Oh, okay, das wird interessant. Die werden jetzt langsam etwas besser. Ich glaube, der ist sehr, sehr stark. Der hat zwar eine relativ kleine Landgröße, aber ich glaube, sehr, sehr gute Provinzen. Wenn ich mir mal... die Entwicklung ansehe. Naja, ja, doch ganz okay. Peking, oh, der hat auch so gute Provinzen. Ich habe nicht mal eine eigene sehr gute Provinz, ne? Das ist echt bitter, aber ich bekomme bald eine. Dukaten verlieren, das ist nicht schön. Ein Berater ist gestorben. Der da. Einheitenlimit. Verstärkungsrate Regimenter. Ich hätte schon gern wieder den Plus 2er. So, jetzt kann ich aber erstmal wieder... Plus 27, Alter. Das ist sehr gut gerade.
So, ich leg dich wieder still. Und du gehst jetzt mal da hoch. Das Schöne ist, Peking ist halt gar nicht so weit weg von uns, ne? Das heißt, wir könnten relativ schnell an seine Hauptstadt ran. Aber er ist halt so mächtig. Aber Assam wird jetzt auch gleich mächtig. Und die da halt auch. Eigentlich kann ich die Beziehungen, kann ich das hier abbrechen. Assam ist ein interessanter Verbündeter. Aber Assam wird sich irgendwann mit dem hier prügeln. Ich muss noch gucken. Bist du ein Feind Chinas? Nein. Bist du ein Feind Chinas? Ja. Okay. Nötig behalte ich nicht. Nehmen wieder einen neuen militärischen Kandidaten. Oh, super. Richtig kacke. Kannst du was? Ein bisschen. Ah, so, jetzt kann ich mir den da holen. Nepal. Betrachten die Ming schon gar nicht mehr als ihre Feinde, weil die so riesig sind. Ach, die Russen haben hier Land verloren. Wahrscheinlich an die Rebellen. Da mussten sie nachgeben. Der deutsche Orden ist echt enorm, muss ich sagen. In Ordnung. Oh, das. Oh, Indien. In Indien gibt es gerade sehr interessante Entwicklungen. So, Orissa ist, glaube ich, Geschichte. Jaunpur, denke ich auch. Das hier wird echt ein interessanter Player. Aber er hat halt noch keine gemeinsame Grenze zu den Ming. Und das ist unser Problem. So, wo kann ich wieder ein bisschen was investieren? Ich könnte tatsächlich mal so ein bisschen in Baracken investieren. Ach, das ersetzt Baracke direkt. Ist ja auch nicht schlecht. So, wo kriegen wir hier die meiste Mannstärke raus? Oh, ich sehe 750. Ich sehe 1000. Ich sehe 2000. 1100. So 2000 war gerade so das höchste, glaube ich. 2,5. Wow. Dann machen wir das doch hier. Oh, das ist auch ein bisschen teurer. Aber 2500 Mannstärke extra ist echt nicht schlecht. Ja, gut, das bisschen Diplo macht. Okay, ich schau mal wieder auf die Technologie. Auf die Manufakturen. Es ist immer noch teuer. Gut, hat sich auch nicht wirklich was getan. Ah, hier, 91%. Kolonialismus hat sich auch verbreitet. Das ist schön. Renaissance noch nicht. Renaissance ist da unten gerade. Bei den Khmer. Interessant. Alright. Tage, bis Japan integriert ist. Ach nee. So viel hat er schon. Und wann bist du fertig? 77,9. Wie viel kriegt man denn pro Monat?
Naja, 0,5. So ein bisschen dauert's noch. Gucken, ob wir das in der Folge noch schaffen. So, ich könnte wieder investieren in einen Übungsplatz. Hier haben wir 2000 zusätzliche Truppen. Oder Soldaten zumindest. So, jetzt wird gleich die nächste Manufaktur fertig. Juhu! 20, sehr geil. So, Assam. Ah ja, okay. Die haben sich jetzt weiter ausgedehnt. Assam wird aber auch ganz stark. Aber ich sollte vielleicht auch noch einen mal dahin schicken. Der scheint mir sehr mächtig zu sein. Du bist zwar groß, aber bist technologisch richtig scheiße. Kann der nicht mal irgendwie Rebellen haben oder irgendwie sowas? So richtig viele? Alter, was der... Oh, der hat so viele einfach. Och nee. Schon wieder Stabilitätsverlust. Oh Mann, das ist doch nervig. Oh, das dauert jetzt wieder. Kolonialismus, Manufakturen. Oh, Japan ist schon komplett. Hat schon komplett Manufakturen übernommen. Richtig gut. Ah, die Provinz kommt gleich dazu. So. Oh, da unten ist auch was. Da unten ist auch gerade was dazugekommen. Sehr gut. Oh, jetzt ist es gleich ein bisschen billiger geworden. Kostet nur noch 2600. Aber ich meine, mit dem Plus könnten wir da ohne Probleme hinkommen. Müssten wir halt ein bisschen sparen, ne? Vielleicht, ich meine, das ist schon immer eine sehr sinnvolle Investition. Weil es halt technologisch unglaublich hilft. Aber ich würde trotzdem noch ein bisschen warten. Auch hier haben wir es auch übernommen. Okay, cool, cool. Nee, wir nehmen wieder 9 Kandidaten. Oh, Technologiekosten minus 5%. Das ist cool. Das gefällt mir. Bist du auch noch ein passabler General zufällig? Naja. Naja. So, dann würde ich sagen, warten wir noch in dieser Folge ab, bis wir Japan integriert haben. Und dann war es das auch schon. Ist jetzt nicht gerade spannend und ich weiß auch nicht, ob die nächsten Folgen spannender werden. Weil, wie gesagt, der einzige Gegner, der jetzt für mich in Reichweite ist, sind die Ming. Und um die zu bezwingen, brauche ich gute Verbündete. Assam verbündet mit Nepal. Oh, die Ming haben Assam den Krieg erklärt. Das ist interessant. Aber wahrscheinlich wird Assam verkacken. Aber das bringt
China oder die Ming dann ein bisschen näher an den daran. So, und hier ist einer gestorben. Prestige, Stabilitätskosten. Ich nehme mal den da. Oh, die Shinto-Fanatiker, die kommen schneller als gedacht. Ich behalte den Diplomaten mal. Wie sieht's denn hier mit dir aus? Grenzentfernung ist immer noch sehr, sehr hoch, ja. Das sehe ich. Und du so? Ah, das ginge. Wobei, findest du jetzt China gar nicht mehr... Warum hast du keine Feinde? Oh Mann. Fällt Russland auch schon wieder raus. Oh, er hat leider zu... Er hat zu wenig Truppen. Er hat ja auch gerade einen Krieg hinter sich. Boah, das ist so eine hinterlistige Ratte, ne? So ein Sack. Oh, er verliert. Der Ming hat verloren. Au. Oh. Oh nein, halt, die Tengri-Fanatiker sind gespawnt. Ach du Scheiße. Wo? Tengri-Fanatiker? Moment. Oh, stopp. Grundsteuer. Ich bin Grundsteuer. Wo sind denn hier Fanatiker gespawnt? Hä? Was? Wo sind denn hier Rebellen? Willst du mich verarschen? Ach, hier bei dem... Brauchst du jetzt da wirklich Unterstützung? Ich marschiere mal vorsichtshalber da hoch. Oh, er hat gerade tatsächlich gerade eine Schlacht verloren. Andra, zu wem gehörst denn du? Krieg gegen Ming. Okay, aber da wirst du jetzt verkacken, Junge. Ah, wobei, er kommt... Nee, das hat er verkackt. Aber er ist gar nicht mal so üb... Er hat ordentlich Truppen. Muss man einfach mal so sagen. Vielleicht wäre es doch nicht so doof, sich mit dir zu verbünden. Also der Ming, der wird auf jeden Fall ein bisschen leiden in dem Krieg. Willst du dich wirklich weiter zurückziehen und nicht kämpfen? Oh, jetzt greift er an. Komm, jetzt zeig mal, ob du eine Vollpfeife bist. Ah, so, und wir haben Japan integriert. Sehr schön. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir noch kurz Aufräumarbeiten. Wir können hier erstmal wieder einen Staat draus generieren. Dann wollen die Landstände wieder was haben. Ihr wollt über die 10 kommen, nehme ich an. Der Adel. Kann ich euch sowas hier geben? Adel. Ja, das geht. So. Dann wollen wir noch irgendwelche Kackprovinzen. Was ist denn hier mit der da? Klerus. Ah, das reicht nicht ganz. Das reicht auch nicht. Setzen. Was ist damit? Ach, gehört gar nicht mir. Was ist hiermit? 05? Nee. Ihr seid jetzt ganz schön... Ah, das ging, glaube ich. Kriegt das noch der Klerus?
Und das noch der Klerus. Dann passt das. Und jetzt wollen die Kaufleute auch noch was haben. Ja gut, dann bekommt ihr halt mal irgendwas in Japan. Ist doch okay. Was ist denn hier mit... Ja, komm, bitteschön. Sehr schön. Dann gehen wir wahrscheinlich gerade ans Truppen... Nein! Wir sind sogar noch unter dem Truppenlimit und unter dem Schiffslimit. Das ist schön. Richtig gut. Jetzt können wir eine neue Mission wählen. Waffenmanufaktur bauen in Ninguta. Was bekommen wir denn da? 50 Unterstützung. 2 Basisproduktion. 2 Basisproduktion. Gut, das schauen wir uns dann das nächste Mal an, würde ich sagen. Was da am sinnvollsten ist. Wir haben auf jeden Fall jetzt ganz Japan integriert. Und du tust wieder nichts. Das heißt, um das Rebellenproblem, um das Kleine, müssen wir uns das nächste Mal auch kümmern. Boah, und er ist hier mit all seinen Truppen. Boah, das ist so viel, ey. Der Wahnsinn. Aber er wird sich trotzdem schwer tun, glaube ich. Und er wird, glaube ich, ordentlich Mannstärke lassen. Müsste ich eigentlich fast mal nachgucken. Noch ganz kurz in den Statistiken. Militär, Armeen, Ming. Natürlich, 142.000. Und Truppenlimit 163. Ach, ich geh sterben. Das ist ja krass. Ich meine, Assam ist echt ganz geil. Aber ihr seid geiler. Naja, wir gucken mal. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat Spaß gemacht. Wenn das der Fall war, gerne Däumchen nach oben, Kommentar oder Abo. Freue ich mich sehr drüber. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Oberkommando. Wir spielen Europa Universalis 4 mit den Koreanern. Macht's gut, bis bald und Servus.